Danach sagt er, إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله. Und wenn du fragst, dann frag Allah. Wenn du fragst, dann frag Allah. Yani, wenn du fragst, dann frag nur Allah. Woher holen wir das nur her? Das ist sprachlich so hergeholt, also grammatikalisch oder rhetorisch. إذا سألت فاسأل الله. Das ist so ähnlich wie in der Surah Al-Fatiha. Da heißt es ja, إياكَ نعبد. Wenn man das Objekt vorstellt, ihr wisst, ein verbaler Satz hat ja ein Subjekt, also die Person, die die Handlung ausführt, und ein Objekt, also das ist das Betroffene von der Handlung. In diesem Vers, إياكَ نعبد, wer ist das Prädikat, das Subjekt? Wir, also wir sind die Handelnden. Das Verb ist na'bud und wir sind die Handelnden. Das Objekt, Akkusativobjekt in diesem Fall ist das Pronomen, ka, also dich, dir dienen wir, Allah. Normalerweise ist die Reihenfolge wie folgt. Es kommt das Verb, dann folgt dem das Objekt. Kehrt man diese Reihenfolge um, dann macht man das aus einem rhetorischen Zweck. Und der rhetorische Zweck hier ist die Ausgrenzung oder die Eingrenzung, Eingrenzung und Ausgrenzung. Wir grenzen diese Handlung nur auf genanntes Objekt ein und grenzen alle anderen aus. Also übersetzen wir das als nur dir dienen wir und nicht dir dienen wir, nur dir dienen wir, niemand anderem. Und genau das gleiche oder ähnliches Prinzip haben wir hier, إذا سألت فاسأل الله. Wenn du bittest, wenn du fragst, dann bitte Allah. Wie Allah Ta'ala auch im Koran sagt, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ und bittet Allah um seine Güte. Es gibt eine schöne Aussage, die eine Person in diesem Kontext gesagt hat. Sagte, أَيِسْتُ مِنْ نَفْعِ نَفْسِي لِنَفْسِي. Er sagt, ich bin verzweifelt darüber, mir selbst durch mich selbst zu nutzen. Ich bin verzweifelt darüber, mir selbst durch mich selbst zu nutzen oder mir selbst nützlich zu sein. Er möchte damit auch sagen, ich verfüge nicht darüber, mir selbst zu nutzen. Stimmt das oder nicht? Du verfügst ja, du hast keine Verfügnis über dich selbst, nur im Sinne der Mittel und ihrer Konsequenzen. Aber auch die Mittel stehen nicht in deiner absoluten Verfügnis. Also er sagt, und der Mensch, und da muss man ehrlich sein, das größte Interesse eines Menschen ist eigentlich immer er selbst. Tamam? An vorderster Stelle ist der Mensch eigentlich immer, oder er denkt immer an sich selbst. Wenn ich selbst kein Verfügnis über mich habe, kein Verfügnis darüber, mir im absoluten Sinne zu nutzen, dann sagt weiter, wie soll ich nicht darüber verzweifelt sein, dass mir jemand anderer nutzen kann? Tamam? Und er sagte weiter, das Gegenteil jetzt, er sagte, وَرَجَوْتُ اللَّهَ لِغَيْرِي فَكَيْفَ لَا أَرْجُوهُ لِنَفْسِي. Er sagt, رَجَوْتُ اللَّهَ لِغَيْرِي. Meine Hoffnungen, sozusagen, ich stecke meine Hoffnungen in Allah Ta'ala für andere. Das heißt, wenn ich jemandem etwas Gutes möchte oder wünsche, auch aus dem Wissen heraus, dass ich für ihn nichts verfüge, dann hoffe ich auf Allah Ta'ala. Warum sollte ich dann nicht meine Hoffnungen in ihn stecken für mich selbst? Das sagt der Hadith hier aus, إذا سألت فاسأل الله. Wenn du fragst, dann frag Allah Ta'ala. Und deswegen, das Herz eines Menschen neigt sich nur zu den Geschöpfen, also im Sinne des Vertrauens und dass er sich auf sie verlässt, nach dem Ausmaß
der Schwäche seiner Überzeugung. Ist die Überzeugung schwach, ist seine Neigung und seine Haltung eher Richtung der Geschöpfe, seine Hoffnungen sind dort, seine Erwartungen ebenfalls dort. Und umso kräftiger und solider die Überzeugung des Menschen, umso schwächer ist seine Hoffnung, seine Erwartung, sein Vertrauen auf das Geschöpf. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Wer auf Allah Ta'ala vertraut, dem ist er Genüge. طيب